Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Terroristen aus dem Gazastreifen haben erneut Raketen auf die israelische Zivilbevölkerung abgefeuert. Mitten in der Nacht wurden die Bewohner der Stadt Aschkelon von den Luftalarmsirenen geweckt und rannten in ihre Schutzräume. Nach Armeeangaben haben die Extremisten 3 Raketen abgeschossen, 2 schlugen in Israel ein, eine dritte im Grenzbereich. Es gab keine Verletzten oder Schäden. Kurz vor dem ersten Raketenangriff hatte die israelische Luftwaffe Stellungen der radikal-islamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen bombardiert. Ziel war laut Armee unter anderem eine Waffenfabrik. Die Luftangriffe waren eine Reaktion auf Feuerdrachen und Sprengstoffballone, mit denen Gaza-Bewohner die israelische Bevölkerung drangsaliert hatten. Israelische Sicherheitskräfte haben eine Hamas-Zelle ausgehoben, die Bombenanschläge in Jerusalem und Tel Aviv geplant haben soll. Mehr als 20 Mitglieder der radikal-islamischen Hamas wurden festgenommen. Laut Inlandsgeheimdienst Shin Bet wurden Sprengstoff, Waffen und Bombenmaterialien beschlagnahmt. Bereits Anfang des Jahres war die Terrorzelle vom Geheimdienst ausfindig gemacht und beobachtet worden. Sie hatte ihr Zentrum in der palästinensischen Stadt Nablus. Die Terroristen planten offenbar eine Vielzahl von Bombenanschlägen und Schießereien. Nach dem verheerenden Ausbruch des Vulkans Fuego in Guatemala, bei dem mindestens 110 Menschen ums Leben kamen, hatte Israel humanitäre Hilfsgüter in das mittelamerikanische Land geschickt. Zudem flog ein israelisches Ärzteteam nach Guatemala, um in 2 Krankenhäusern Patienten zu versorgen. Viele haben schwere Verbrennungen erlitten. Insgesamt waren 1,7 Millionen Menschen von dem Vulkanausbruch betroffen. Israel ist häufig eines der ersten Länder, das nach Naturkatastrophen humanitäre Rettungsteams entsendet. Israel leidet unter Wasserknappheit. Nach einer 5-jährigen Dürreperiode führt der See Genezareth, Israels größter natürlicher Wasserspeicher, nun 2,5 Milliarden Kubikmeter Wasser weniger. Die Menge ist vergleichbar mit dem Inhalt 1 Million olympischer Schwimmbäder. Israels Kabinett hat beschlossen, dass jährlich 100 Millionen Kubikmeter entsalztes Wasser in den See Genezareth eingespeist werden. Der Kinneret, wie die Israelis den See Genezareth nennen, hat derzeit einen beispiellos niedrigen Pegel erreicht. Deshalb sollen 2 weitere Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut werden. Israel verfügt derzeit über 5 solcher Anlagen. Israelische Archäologen haben in Jerusalem ein etwa 1000 Jahre altes winziges Tonamulett gefunden. Das Stück ist nur 1 Zentimeter groß und hat eine 2-zeilige arabische Inschrift. Sie ist ein Segen oder ein persönliches Gebet. Das winzige Amulett ist ein direktes Zeugnis des Alltags in Jerusalem während der frühen islamischen Zeit. Nur selten finden Wissenschaftler Tonstücke wie dieses. Die Archäologen entdeckten das Amulett in der Ausgrabungsstätte nördlich der Davidstadt, dem ältesten Teil Jerusalems. Wir kommen zum Wetter. Es bleibt heiß. In Jerusalem liegen die Temperaturen zwischen 32 und 39 Grad. Etwas angenehmer ist es in der Hafenstadt Haifa. Dort werden Werte bis knapp 30 Grad erreicht. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Tagesaktuelle Meldungen finden Sie auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut!